Und eine bessere Axt. Die ich auch theoretisch schon hätte haben können. Ja, die ist in der Nähe der. Okay, Kelvin brennt gerade nieder, so wie sich das anhört. Hallo? Ja, Kelvin brennt noch nieder. Ja, das ist so der Plan. Ich weiß gerade auch, wie man auf dem GPS raus und reinzoomt. Das habe ich auch rausgefunden. Dass das geht und dass ich das kann. Ja. Und wir sollten mal eventuell auch ja, das Inventar ein bisschen entleeren, denn irgendwann wird das auch voll sein. Und ja, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Platz. Ja, gucken wir mal. Also, ich werde mal gucken, dass ich dort hochkomme und ne, also diesen Anzug krieg für den Winter. Dann frieren wir nämlich nicht. Reicht das auch? Nee, ein Knochen zu wenig, aber daran soll es nicht scheitern. Knochen sind jetzt nicht das Problem. Oh, Animation cool. Natürlich wird das Ganze alleine spannend. Ja. Wie gesagt, ich habe das gestern im Multiplayer alles so ein bisschen gemacht. Und das ist ja noch mal ein bisschen anders dann, wenn man Verstärkung hat, ne? So, okay. Gucken, ob wir die voll kriegen. Hier sind noch so ein paar. Ich weiß nicht, wie viele Seile habe ich. Also zwei Teile kriegen wir auf jeden Fall noch hin. Dann ist die zumindest fast voll. Und wir haben wieder ein bisschen Platz geschaffen. Ja, und dann sollten wir uns auch halt ein richtiges Lager langsam suchen, beziehungsweise mal gucken, wo wir was anderes bauen, ne? Hier sind noch ein paar Knochen dahinter gefallen. Ja, die können wir hier lassen. So, dir ist kalt und du bist nass. Die Frage ist, wenn ich eine Fackel mit mir rumtrage, ist mir nicht kalt. Okay. Das sollte ich mir merken. So, dann machen wir erstmal das Stückchen Fleisch dort fertig. Habe ich hier was drin? Ich habe hier was drin. Okay, wir können auch im Inventar trinken. Und die ist noch halb gefüllt. Okay, also ich trinke die nicht leer, wenn ich trinke. Gut zu wissen. Ja, und dann müssen wir auf eine etwas längere Reise gehen. Wir waren da schon in der Nähe. Kelvin, mein Junge. Das Fleisch ist fertig. Das gönne ich mir mal. Ja, und dann sollten wir auch nicht lange. Ach so, das ist das Rotten Flesh. Ne, das kann hier vergammeln. Weiß nicht, ob das irgendwann despawnt. Ah, ich habe kein Klebeband mehr. Ja, also hier unser provisorisches Lager sollten wir dann.
Wobei wir eventuell auch hier drüben einfach bauen können, ne? Das sollte kein Problem sein. So, ich guck noch mal, was haben wir hier dran? Da sind Sachen dran, die ich bestimmt nicht brauche. Die Axt ist da dran. Die Fackel würde ich aktuell da gerne dran lassen. Das zum Trinken. Vielleicht einen Molotow. Das sieht mir eigentlich für Schnellzugriff ziemlich gut aus. Die Taste kenne ich mittlerweile auch. Gut. Ja, wir müssen. Nach dort oben. Da blinkt auch noch was, ne? Also, wir haben hier unten nicht alle Punkte. Da oben geht's noch weiter. Und da möchten wir auch hin. Zumindest ein Stück in die Richtung. Muss ich bloß mal gucken. Wie ich da laufe. Ich glaube, es war an dem Fluss da hoch. Was sagt die Uhrzeit? 9 Uhr noch was? Das heißt, wir kommen da eigentlich. Wir müssten da hochkommen, bis es dunkel wird. Gucken wir mal, ob wir da schlafen können, eventuell. Kelvin chillt im Lager, der kann von mir aus auch hier bleiben. Und ich könnte jetzt auch nochmal hier vorne reingehen und wieder Pfeile einsammeln, ne? Aber ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir haben genug Pfeile vom 3D-Drucker. So kann ich mit. Damit kann ich nichts kaputt machen. Aber ich kann zumindest Eingeborene damit hauen. Das geht. Und solange ich jetzt nicht friere, ja, ist das okay. Das wird auf jeden Fall ein gutes Stück, das wir jetzt wandern. Und dann das ganze Stück auch wieder zurück nachher. Und dann gucken wir mal, dass wir ja auch mal nicht diese Blockhütte hinsetzen, sondern ein selbstgebautes Haus. Mal ein bisschen gucken, wie das abläuft. Oh mein Gott. Cool. Kann das auch einbrechen? Wobei das eigentlich komisch ist, ne? Das ist ein fließendes Gewässer. Gehen die so schnell ein? I don't know. So, hier vorne sind wir abgestürzt. Hier ist die Höhle. Erste Höhle, also die erste Höhle, die Höhle, die wir zuerst gesehen haben. Waren wir da schon? Doch, wir waren da kurz drinne, glaube ich, ne? Ein Druckerharz? Also, ich würde sagen, wir gucken heute, dass wir so ein, zwei Sachen bekommen, die ich jetzt weiß. Ja, vielleicht anfangen, ein ordentliches Haus zu bauen. Und, ja, den Winter überleben. Weil, ich habe keine Ahnung, wie lange Jahreszeiten gehen. Wir sind jetzt Tag 11. Also wahrscheinlich 10 Tage. Dann müssen wir bis Tag 20 vielleicht hin. Hier ist so ein kleiner Lagerplatz.
Aber hier ist kein Loot, so wie das aussieht. Ne? Hier ist ein bisschen Darm. Ein Totenschädel. Ein paar Fleischklöße. Aber dort war's denn auch. Oh, ein Körper gibt's hier auch. Oh, ich glaube, wir sind richtig. Maybe. Oh, mittlerweile ist es ja auch schwer, sich so ein bisschen von Spoilern zum Spiel und so fernzuhalten. Wobei ich immer versuche, möglichst schnell allem auszuweichen. Weil Selbstentdecken ist doch schon cooler. Oh, wenn wir Koffer und so sehen, muss ich die unbedingt plündern. Ja, na gut, ein paar Energy-Riegel haben wir noch. Ich weiß gar nicht, diese Konserven. Da brauchen wir noch irgendwas für. Mal gucken, wo wir das herbekommen. Ich glaube, war das hier? Ich glaube, hier müsste gleich ein Zeltplatz kommen. Oder war der? Oder da unten ist der, das kann auch sein. Ne, da vorne. Okay, jetzt ist die Frage. Ah, da ist natürlich ein. Hier sind mehrere. Ich sneak mich mal ran, ne? Vielleicht. Ja, wieder ein bisschen. Food und Speichern. Speichern sehr wichtig. Das heißt, Food, das waren Schmerzmittel. Ein Energy Drink. Und hier haben wir die Winterjacke. Nice. So, dann haben wir das nämlich schon mal. Hinter uns. Und ich kann wieder die Axt in die Hand nehmen. Speer gibt hier auch noch. Wo kommst du denn her? Entspann dich, Junge. Jetzt jag ich dir die Axt durchs Gebälk. Ah! Mann, du dumme Sau! Jetzt reicht's. Ihr klein Mistkrüppel. Komm her, du Hund. Hund ist wahrscheinlich noch zu nett ausgedrückt. Ah, das war's gleich wieder mit der Knochenrüstung, ne? Piss dich. Komm, du dumme Sau. Ich schwöre, ich mach dich kaputt. Bisschen Loot. Der tut dem Erik gut. Da ist er wieder. So nicht, mein Freund. So nicht. Dir jage ich die Axt durchs Gebälk. So.
Cornflakes. Ah, man muss nehmen, was man kriegen kann, ne? So, warte mal, wie viele Knochen habe ich jetzt dabei? Ich habe gar keine dabei. Pass auf, dann mache ich hier mal ein Feuer. Und lass die schnell mal zu Knochen werden. Ja. Und du auch. Da rum. Zack. Burnt, ihr kleinen Schweine, burnt. Mit mir wird noch ein bisschen warm dadurch. Sehr schön. Okay. Wir könnten jetzt auch mal da hochgehen. Da gibt es noch ein bisschen was. Sollte ich sogar schaffen. Der hat uns ein bisschen Rüstung weggeknallt. Machen wir doch gleich wieder einmal neu. Nicht viel, aber ein wenig. Was geht, was geht? Du checkst dieses Game nicht? Wieso checkst du dieses Game nicht? Gibt's an diesem Game nicht zu checken. Weil's cool ist. Hast du nie The Forest 1 gespielt? Ja, aber es ist ein cooles Survival-Game. Du bist einfach nicht für dieses Genre gemacht. So ist das. Kläff mir nicht ins Ohr, du Kläffe. Teil 1 war doch mega gut. Aber gut, ist halt Geschmackssache, ne? Bitte was? Oh, da ist so ein Dicker. Geh mal weg, du Fettkloß. Moment. Hat der mich gesehen? Das sind mehrere Dicke, oder? Was genau daran besser ist, kann ich dir irgendwie auch nicht sagen. Vielleicht ist es einfach das Konzept. Und an sich ist die KI eigentlich deutlich schlauer als in anderen Spielen. Das war ja beim ersten Teil auch schon so, dass die KI ja, agiert je nachdem, wie du agierst. Oder beispielsweise hier sollen, glaube ich, auch die eingeborenen Stämme untereinander, kann man die irgendwie gegeneinander aufhetzen oder... Die verbünden sich gegen dich. Ich denke mal schon, dass dieses Ganze so ein bisschen was ausmacht. Ich
Ich weiß gar nicht, war das nicht auch eins der ersten Survival Games, The Forest? Die so richtig erfolgreich wurden? Ja, ist halt nicht jeden seins, ne? Kannst ja auch mit Ark oder so nichts anfangen. Arsch. Ja, das Ding war 4 Jahre im Early Access. Ich glaube, Ark war 2 oder 3, keine Ahnung. Irgendwie so. Ich finde das gar nicht so schlecht. Du siehst immer, wann Updates kommen. Du bist die ganze Zeit dabei. Theoretisch. Mal gucken, wie lange das hier im Early Access ist. So, irgendwo da war auch eine kleine, ein kleiner Dorfplatz. Das sind ja irgendwie auch keine richtigen Dörfer, sondern so kleine. Sollte das ein Lied sein? War ziemlich scheiße. Kannst du DSDS gehen, vielleicht. Vielleicht nehmen. Nee, das war keine, ne? War eine Beleidigung. Kein Kompliment. Hast du das verstanden? Machst du Probleme oder was? Ha? Hast du. Ah, du dumme Sau. Nimm das. Du Hund. So. Guck dir das an. Das mache ich mit dir auch. Zack. Eine Axt ins Gebälk. So. Du? Auch noch ein Problem? Aue. Ah, die lebt noch. Jetzt nicht mehr. Ah, das war es auch schon wieder mit der Rüstung, ne? Eibenkleister. Nee, das sind Kannibalen halt, ne? Und ich bin halt in deren. Ist halt deren Insel. Weißt du, und dann kommt da irgend so ein zivilisierter Typ und holzt alles nieder. Da wäre ich auch ziemlich angepisst. Also an sich wollen die auch erst gar nichts von dir. Das kommt je nachdem, wie du dich verhältst. Und wenn du die halt angreifst, dann greifen die dich an. Oder halt nach einer gewissen Zeit, wenn du die Bäume und so abholzt, sollten die dich auch angreifen. Na gut, das kann auch hier bleiben. Ja, kriechst du da mal im Schnee rum?
wenn es dir Spaß macht. Overwatch. Das ist so ein Ding, was ich mir gekauft habe und bis heute nicht gespielt habe. Zumindest den ersten Teil. So, liegt da noch ein Köfferchen? Da ist auch noch ein Köfferchen. Nice. Okay. Wo ist das jetzt hingeflogen? Komm, snack ich mir noch. Und dann war hier oben, glaube ich, dieses Blinken, ne? Genau. Scheiß auf Multiplayer. Weißt du, da müsste ich ja so Teamplay und so und das geht nicht. So, was blinkt denn hier oben? Oh, noch ein gutes Stück weit weg, wa? Oh, hier sind noch Pflanzen, die ich nicht noch nicht hab. Oh Gott! Du dumme fette Sau! Ich glaube, es hackt. Kommt der da aus dem Nichts? Oh Gott, ich habe keine Pfeile. Noch andere Pfeile? Nee, scheiße. Verdammt. Nee, das Spiel hat auch eine Story. Wenn du alle Höhlen erforscht und so, dann setzt sich das auch alles irgendwie zusammen. Mit Ziel und so. Im ersten Teil war ja das Ziel, deinen Sohn zu finden. Hier spielst du, glaube ich, den Sohn aus dem ersten Teil. Und irgendwie hat man am Anfang auch drei Leute, die vermisst sind, die sucht man wahrscheinlich. Und wahrscheinlich kommen noch weitere Story-Abschnitte dazu, je nachdem. Ne, seinen Sohn muss er nicht finden. Kannst du nicht den gleichen Plot machen? Du musst schon andere Leute finden, die nicht mit dir verwandt sind. Gut, ich step mal zurück, bevor der Dicke mich nochmal niederwälzt. Wo auch immer der jetzt ist. Aber bevor der da wieder aus dem Unterholz springt. Guarana-Bären. Wäre eine Möglichkeit, dass man das im dritten so machen. Na, wo schreist du mir schon wieder ins Ohr? Zeig dich, du kleiner Hund. Ich köpf dich. Jedes Jahr derselbe Müll. Ja gut, aber welche Spielereihe macht das nicht?
Damit sind sie ja alle erfolgreich. Na, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich glaube, hier Assassin's Creed hat, glaube ich, das letzte 2020 rausgebracht. Also die sind jetzt auch schon ein paar Jahre im Aus. Zwanzig oder 21, ich weiß das gerade nicht genau. Und dann kamen nur noch Zusätze und halt Content-Updates. Soll ja wohl auch zukünftig irgendwie das Ziel sein, dass dann nur noch ein Spiel kommt, wo halt Content-Updates kommen. Aber kein Plan. Ich weiß nur, dass jetzt ein neues angekündigt wurde, ohne Release-Zeit bis jetzt und ja, mehr, keine Ahnung. Ja, das soll mehr wie der erste Teil werden, der neue, der nächste. Also Valhalla hatte ja auch schon viele Zusammenhänge mit Teil 2 und so, die man da finden konnte. Naja, mal gucken. So, wie weit muss ich denn noch? Oh, ein ganzes Stück noch. Scheinbar. Wobei es halt jetzt die Frage ist, wurde ja nicht nur eins. Also es gab jetzt schon eine Ankündigung für mehrere, aber halt ohne Zeitraum. Wobei eins davon war, glaube ich, Handygame und kein Plan. Gucken, was da kommt, wenn es soweit ist. Vogel! Scheiße. Nicht getroffen. Schauen wir mal, was der gut. Warte mal. Oh nee, Kelvin ist mir hinterhergelaufen, wa? Kann auch nicht still im Lager bleiben, der doofe Sack. Ja, doch. Irgendwie interessiert mich das schon. Aber ich bin da jetzt nicht so krass drauf. Also ich hole mir das wahrscheinlich noch, aber wann? Mal gucken.
kommt halt auch noch der Money, Money, Money Punkt dazu, ne? Und wenn Hogwarts dann auch so zeitintensiv ist, ja, dann... Ja, das ist doch okay. Weißt du, nachher streame ich das und dann kriege ich hier diese, Oh, ein Dosenöffner. Nice. Dann kriege ich diese, mega gut Menschen, die hier auf einmal irgendwas reinschreiben mit, transfeindlich, weil du Hogwarts spielst. Da muss ich mit solchen Menschen diskutieren, das geht nicht. Sowas kann ich mir nicht antun. Ach, das ist die dreibeinige. Danke. Wenn der Supermod denn da ist, dann klappt das. Ja, das wäre schwierig, wenn ich beide Spiele gleichzeitig spielen würde. Also, so viele Rechner habe ich nicht und so multitaskingfähig bin ich nicht. Außer man muss vor Hogwarts nur 2, 3 Tasten drücken. So, 4 Cent zu Hus. Also das, was das Zuhause darstellen soll. Ja gut, 3 Tasten, das geht noch, aber dann wird schon schwierig. So, gut, dann ratzen wir mal ein bisschen. Ich hoffe mal, wir können die Nacht durchratzen. Ohne beobachtet zu werden, nice. Was kann ich noch mit Seilen herstellen? Reparaturwerkzeug, Seilrutschen. Seil? Ja, okay. Warte mal. Achso, das sind schon Seilrutschenseile, okay. Ja, komm, dann. Baller die Knochen da rein. Mal gucken, ob ich noch genug hab. Safe. So. Warte mal, hier habe ich auch noch ein paar Knöchlein, ne? Seile und Klebeband kriegt man ja wie Sand am Meer. So. Zack, zack. Okay. So, wozu brauchte man das für Tech-Rüstung und Zeitbombe? Zeitbombe. Zeitbombe.
Okay. Das ist halt so ein provisorisches Lager, weißt du? Bis ich eine Stelle finde, wo ich vernünftig was hinbauen möchte. Ich meine, meine Blockhütte wurde mir von meinem eigenen NPC zerstört, weil der einen Baum darauf fallen lassen hat, scheinbar. Außerdem will ich hier nicht schön bauen, ich will survivalen, weißt du? Wie ist das? Muss schmecken, nicht wirke. Muss überleben, nicht schön sein. So, nach dem Motto. Nein, es bietet mir Schutz. Ich habe da eine Plane, wo ich schlafen kann. Und ein paar Lagermöglichkeiten. Reicht doch. Kommt man doch voll gut mit klar. Ab und an springen mal ein paar Eingeborene da rein. Achso, das ist ein Blatt. Da siehst du doch, ich survival doch. Ich lebe noch. Weißt du, 12 Tage. Doch, doch, der ist gegeben. So, da hinten. Da war, glaube ich, die bessere Axt. Das zählt nicht, wenn du deine eigene Abstimmung machst. Warte. So. Jetzt steht's unentschieden. Da machst du nix. Und zack, den Streamer gebannt. Kappa. Doch, doch, ich darf das. Mein Kanal, meine Regeln. Chat besteht nur aus dem Mod, der sowieso immer gegen mich ist, ja? Nix bodenlos. Na, hier ist doch irgendwas gelaufen. Hab ich doch genau gehört. Da! Du Kacknoob. Mach einen Abgang. Ja, lauf weg. Besser für dich. Ach, die ist nicht so kalt. Schon Winterkleidung an. Was soll denn das? Hinter der Brücke laufen auch. Hast du sie noch alle? Hallo. Jetzt brenn doch mal, wenn ich dich mit der Fackel hau. Hundesohn. Schon wieder irgendeine. Piss dich!
Komm her, du Glatze. Stirb. Du auch. Mach aus dir einen Schaschlik. Wo kommst du schon wieder her? Ah, scheiße. Der hat angefangen zu stänkeln. Moin, was geht? Frage ist, wo haben die mich jetzt hingeschleppt? Was bringt mir das ordentliche Lager, wenn ich auf der Insel irgendwo rumlaufe? So, Meister, könntest du mal schlafen gehen, damit ich hier, ich sagte schlafen, nicht vom... Ach so, ihr kniet euch hin, weil ihr mich für Gott haltet. Das ist schön. So geht man mit Gott aber nicht um, ja? Okay, ich muss an meinen Rucksack kommen und dann wegrennen. Erholsam geschlafen habe ich. Ja, nimm doch den Rucksack schneller. So, ich habe keinen Plan, wo ich jetzt bin. Bin ich ansatzweise da, wo ich sein wollte, ne? Scheiße. Ruhe im Karton. 22 Uhr, Ruhestörung. So. Snack ich mir mal schnell ein bisschen Medizin und schlürfe einen Energy. Und gönn mir was zu essen. So. So, Kelvin, mein Junge, was machst du hier? Das Ding nennst du Lager, wo ich da gerade hing? Hier ist eine schöne gerade Fläche.
Ha, ha, ha. Also das sah ja wohl wesentlich, naja, beschissener nicht aus, aber wesentlich schlichter. Ja, du Ark hat auch ganz anderes Bauen, ja? Survival-Profi. Ich bin doch kein Fritz Meinecke. Der sich aus drei Stöckern irgendwo im Wald ein Shelter baut. Huch, Stein. So. Tülü, tülü, tülü. Was kann das Ding jetzt eigentlich? Ein Dosenöffner. Was ist das denn? Katzenfutter. Vielleicht haben sie ja die Sounds von Fritz genommen für das Spiel. Okay, was sagt denn die Uhr? 11 Uhr. Mir ist kalt. Okay. Also. Ich war schon fast da, wo ich hin wollte, ne? Für die bessere Axt. So, du bleibst erstmal hier, Kelvin. Komm mal her. Du machst jetzt hier bei der Unterkunft. Ach, das ist ein Vogel. Ich wollte gerade sagen, was sitzt da neben ihm? So, was haben wir hier noch? Heidelbeeren. Okay, die anderen Pflanzen habe ich nicht. Ich kann die Trinkflasche nochmal voll machen gehen. Wenn das hier nicht eingefroren ist. Nee, der fließt noch. Okay. Das sah nicht gesund aus in dem Wasser, aber gut. So. Jetzt ist die Frage. Gehe ich da jetzt noch mal hin? 12.33 Uhr. Schaffe ich das, bevor es dunkel wird? Vor allen Dingen ohne Rüstung.
Aber gut, Versuch macht klug, ne? Ich könnte mir ja vorher noch ein paar Pfeile machen gehen, ne? Wie viel? 600 Druckerharz. Mal kurz gucken, was ein Pfeil da an dem 3D-Drucker braucht. Ein paar Pfeile liegen hier auch noch so drin. Schraub doch die Taschenlampe. Dann muss ich nicht mit dem Feuerzeug rumlaufen. Okay, Batterien bin ich voll. Das geht alles noch. Armbrustbolzen bin ich auch voll. So, okay. Füll mal auf das Ding. Dann mock mir Morde Pfeile. Ich nehme mehr. Ich weiß gar nicht, wie viele Pfeile man tragen kann. Was ne? Wo siehst du hier eine Kaffeemaschine? Es ist ein 3D-Drucker. Was ist dein Problem, ne? So, kann ich noch mehr tragen? Wie viele habe ich jetzt? Leute. 15. Ja, wäre auch eine Idee, ne? Dann ziehe ich mir so viel Kaffee rein und bin dann Mr. Koffein. Dann gehe ich ab wie eine V2. So, was war hier hinten? Hier war, glaube ich, nur Geld, ne? Money, 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 money. Nee, eine Uhr. Und Geld. Okay. Gut. Uhrzeit 13:42. Ich kann ja theoretisch auch einfach hier drin zweimal schlafen, ne? Warte mal. War ja 57. Quatsch. 7:32 Uhr, früh am Morgen. Ich weiß gar nicht, ob man hier drinne bauen kann. Das habe ich noch gar nicht probiert. Gut, du bist hier drinnen halt so, ja. Weiß ich nicht, wäre irgendwie langweilig als Lager. V2
Vor allen Dingen siehst du ja nicht, was hier draußen so um dich rum passiert. Dann kommst du raus und bist auf einmal von 20 Eingeborenen umstellt. Ja, da drin ist es zu sicher, weil da können die ja gar nicht reinkommen. Denn ist ja schon wieder langweilig. Fehlt ja der Aspekt, dass du deine Base verteidigen musst. Dann versuche ich jetzt nochmal da hochzukommen, damit ich die scheiß bessere Axt kriege. Meine Base ist nicht gegen mich. Nur weil die schlicht und einfach ist und ich da noch nicht viel dran gemacht habe, weil ich mehr über die Insel gelaufen bin, ja? Und nur das Nötigste da reingesetzt habe. Die ist einfach gerade mal so zu 1% fertig. So. Die 99 anderen Prozent kommen dann in 10 Jahren. So, komme ich da rüber, ohne nass zu werden? Boah, geht doch. Okay. Warte mal, wo waren? Da oben war das, ne? Schön, dass jetzt das lilane, der lilane Marker da weg ist, nachdem ich gecatcht wurde. Gut, dass ich ungefähr weiß, wo das war. Ah, keine Ausdauer mehr. Nun gut. Ach, guck, da ist das Symbol wieder. Jo, dann viel Spaß. Vielleicht ist ja beim nächsten Mal, wenn du dann reinguckst, dann der halbe Holzkreis ein ganzer Holzkreis. Und mach nicht so lange, ne? Du weißt, es ist mitten in der Woche. Warte mal. Der Typ ist mir eigentlich egal, der da oben jetzt liegt, ne? Taschenlampe habe ich. Ah ne, der liegt hier. Heilsende nochmal gekriegt. Ah, das Seil liegt da oben, okay. Aber dann war doch hier irgendwo das Lager und da war die Axt.
Lustige ist hier auch schon, wir waren schon mal in diesem Lager und ich habe die Axt nicht gesehen. Oder wir sind zumindest durch das Lager durchgelaufen. Ruhe da hinten. Hier hinten war das Ding, wo man graben musste. War hier vorne. Genau, da brauchen wir die Schaufel. Von der habe ich noch keinen Plan, wo die ist. Ich habe doch, habe ich nie eben von oben einen Koffer gesehen? Oder eine Kiste? Hm. Warte mal, hier gibt es noch ein bisschen Druckerharz. Nicht. Okay, ich weiß, wo ich gleich noch hingehe wahrscheinlich. Das war doch hier irgendwo. Scheibenkleister, Scheibenkleister. Vielleicht bin ich auch schon vorbeigerannt. Ich hoffe mal nicht. Da ist ein Stein, ne? Ja. Ah, na gut. Guck da. Oh, hier ist eine. Hm.
So, hier können wir erstmal nochmal speichern. Speichern gerade ziemlich wichtig, ne? Wir haben nur noch ein Leben. Das mal aus. Und da ist die Axt. Sehr schön. Ein bisschen Schnaps. Handgranate. So, ich gönne mir mal kurz einen Schluck. Oh, ich höre schon wieder ein. Habe ich Knochen dabei? Nur 4. Vier Knochen, nichts gut, ne? Warte mal. Ich rüste mal das große Gebälk jetzt aus. Damit geht es mir schon ein bisschen sicherer, ne? Und dann gehe ich nochmal in diese Richtung. Okay, das war nur ein so ein kleiner. Oh! Lass mir. Ich tu dir nichts, du tust mir nichts. Ist das ein Deal, mein Freund? Ich muss kurz mit der Fackel laufen, ne? Ich weiß nicht, wie lange der braucht, um trocken zu werden. Gehen mal da runter zum Strand. Wir könnten auch da haben wir auch eine na, kleines Mann! Spring mir doch nicht vor die Füße! Die folgen mir. Schon wieder einer. Wo kommt ihr denn jetzt alle her? Lass mich in Frieden. Ich schwöre, ich hol die Axt raus. Die hat auf jeden Fall ein bisschen mehr Wumms als die kleine. Ey, Ruhe da oben. Ist halt die Frage, möchte ich da unten jetzt wirklich einmal rein in die Cave?